Freunde, herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer richtig nicen Folge Stardew Valley Town. Stardew Valley Town? Das ist ja tatsächlich, weil das jetzt auch auf YouTube läuft und zeigt gleich auf Twitch. So, wenn man auf Twitch steht, kann man dabei sein. Montags, 20.15 Uhr. Wollen wir auf Twitch? Nur auf Twitch. Freunde, was machen wir jetzt hier? Die goldene Gießen! Das ist der Tag vor Weihnachten. Was soll denn jetzt noch gegossen werden? Morgen sind bestimmt noch mal meine anderen Blaubeeren reif. Ich habe die abwechselnd immer. Und mein Mais muss gegossen werden hier. Der Nefi hat seine Blaubeeren, ne? Ja, bei dir wollen die Leute an deine Erze, bei mir an die Blaubeeren. Also, lass mich. Müssen mal ein paar Maschinen bauen, Freunde. Ich muss mal ein paar Maschinen bauen. Dann muss ich auch mal. Was für Maschinen? Die Stardew Valley-Maschinen. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich hier ein bisschen investiere auch wieder in das. Ne? Jetzt, wo der Sommer zu Ende ist. Ich investiere erst wieder im Herbst. Ey. Das Wichtigste ist, also. Die beste. Oh fuck, gestern war Freitag. Ah, oh, ja, ja, okay. Was ist denn am Freitag? Nix. Oh, nee, wie? Ich hätte investieren können. Ist PvP oder was? Ist da das Schweinemobil da, Freitags? Mit der seltenen Saat, die du noch nicht gekauft hast damals. Aber es geht noch ein anderer Tag. Und es ist nicht Mittwoch, Chat. Es ist ein anderer Tag. Geier auf The Strange Sins. Nee, es ist nämlich so ein Geier, weißt du, in den ersten zwei Aufnahmen, als er noch nicht wusste, dass ich so krass rauscash immer, da war er noch so abwarten, ne? Aber seitdem, PvP. Aber ist okay. Ich kann damit leben. Nee, ich kann damit leben. Ich merke mir das halt. Ne? Ich mag's halt, dass ich aus dem Hintergrund gerade zuschlage und auch reincache und du das nicht gemerkt hast die ganze Zeit. Sagt er reincache. Kann einer mal kurz gucken in seinem Stream, wie viel er hat? Also, wie kann das nicht sein? Wie viel hast du? Du hast bestimmt eine 2 vorne stehen. Ich habe 21.000. Ich habe 11.000. 11.000? Aber ich habe auch gestern investiert. In was? Ich hätte mehr. Koks? Nee. Eine bessere Waffe, damit ich die Minen weitermachen kann. In das Piratenschwert? Nein, in ein besseres Schwert als das dumme Piratenschwert. Ey, hey, 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 hey. Hä? Hey, hey, hey. Piratenschwert ist nicht dumm. Da ist er, der Pilz meiner Begierde. Der lilane Pilz, den braucht man, glaube ich, auch noch. Samstag erst. Jetzt mal hatten wir noch drüber gesprochen, was ich alles brauche. Dafür. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist das? Habe ich nicht. Wo sind denn die? Sind die hier? Da. Oh nein. Gehen wir mal los. Mal gucken, ob das reicht. Hätte ich mir doch bloß das Telefon gekauft, dann hätte ich nämlich da anrufen können. Ja, dafür ist das praktisch. Nehme ich mit. Was ist das Telefon? Das Telefon? Ja. Hat das Telefon gekauft? Wann ist denn das Projekt eigentlich dazu gekippt, dass es nicht mehr wir zwei gegen den Rest der Welt ist, sondern wir beide gegeneinander? Wie wann? Seit ja. Folge 1. Nein, Spaß. Zieh ich aus jetzt. Ich nie ein. Das sehe ich nie ein. Ich dachte, wir spielen ja zusammen. Ja, machen wir doch. Teilen alles brüderlich. Ja, die Reusen sind immer noch in meiner Kiste. Ich habe sie ja noch nicht benutzt. Wie richtige Brosinskis, weißt du? Broskis heißt das, nicht Brosinskis. Broskis. Aber scheinbar
brauche Bomben. Lol. Okay. Lucky. Lol. Ich bereue es, das Schwert gekauft zu haben. Ich sehe schon, Chat. Nein. Dumm will ich wieder zurücklaufen. Ich hab's vergessen. Kauf mir doch das Telefon. Ich bin der Telefonmann. Wieso war zu? Nee. Aber meine Ressource vergessen. Dachte, ich kaufe uns jetzt ein Silo. Oh. Ja, ich habe auch schon wegen Hühnerstall geguckt, aber ich hatte noch nicht genug Holz, glaube ich. Die Verfechter der Kaffeetasse. Die Bewahrer der Panda-Bären. What? Das hat Lars geschrieben. Was heißt denn... Was hast du gerade gesagt? Dass ich nach Hühnerstall geguckt habe. Ach so. Hat nicht gekauft. Nee, ich hatte nicht genug Holz. Und ich hatte die Materialien nicht dabei. Ich habe nur geguckt, was er kostet. Viel Geld. Robin, die nimmt's nämlich. Von den Robin Lebenden. Ist ganz schön. Robin wirkt fast, als Robin sich auch mal Essen kaufen will. Ey, ganz schön dreist. Demetrius kriegt mit durch seine Forschung kriegt er nicht genug. Oh, der Feuerquarz ist auch. Oh Gott. Bist du in der Mine? Wir brauchen unbedingt das Pferd, weil das hier, das geht mir so offen. So offen, auf den Nerv. So, Robin. Könnte es auch oben rumgehen. Ist das oben rum schneller? Was denn? Zu Robin? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin gerne im Dorf. So, wo möchtest du das Silo hinhaben? Gibt es da... Das können wir jederzeit umstellen, wenn es da Streitigkeiten gibt. Präferenzen das oder... Das ist mir voll egal. Bitte nicht vor meiner Haustür, sonst ist alles cool. Ist doch eh egal mit dem Silo, ne? Wo das steht, ja. Weil das überall erreichbar ist, ne? Aber es sieht halt auch cool aus. Geht so. Dann krieg ich Nefi das nicht, nehme ich das. Siehst du, und schon ärgere ich mich, das Schwert gekauft zu haben, Chat. Übermorgen ist das erst fertig. Wie arbeitet Robin denn? Die hält jetzt erstmal wieder Feierabend? Ey, was ist denn das? Keiner will hier arbeiten. Bin ich dann hier der Einzige, der hier richtig Hofarbeit betreibt? Ich hätte auch wieder oben rumgehen können. Ich möchte Goros abkaufen. Oh, meint ihr? Aber wir sagen einfach nicht, dass Goro ein Gratisschwert haben könnte, oder? Und verkaufen unseres für 5000 weiter. Gut, dass man das Geld nicht aus dem Inventar ziehen kann, sonst hätte ich es versucht. Hättest du nicht. Du hättest das gekauft und dann mir wieder zugeworfen. Morgen ist Sonntag. Stimmt, so hätte ich das gemacht. Ja. Das ist was anderes. Egal, wir haben einen Meilenstein erreicht, Chat. Können raus. Ist das der, was so ganz unten? Nein. Aber Stufe 90 habe ich. Oh Gott! Fast wieder verreckt, Alter. Ist hier noch was Cooles? Nö. Morgen ist Sonntag. Morgen ist auch der letzte Tag des Sommers. Und es war Sommer. Und das heißt, dann ist der Herbst. Der Herbst, der Herbst, der Herbst. Veronika, der Lenz ist da. Nee, warte mal. Ey, die Kinder gehören ins Bett, Penny. Was machst du hier? Ich muss noch mit Haley quatschen. Ha, Tür auf. Schmeißt die einen raus um 8? Ich hab auch schon wieder 4 Tage nicht mit Lea geredet. Nein. So.
Oh, fuck. Und im Herbst wird richtig Ding reingecashed. Richtig reingecashed. Und dann wird rausgecashed direkt danach. Dicke Investment-Tipps hier. Uff. Gibt's auf den Nacken drauf. Goro! Was denn? Die Lore ist fertig. Die Lore? Ach so. Nice. Ja, nice. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert, das stimmt. Der Grenzbuddha. Der ist aber cool. Jetzt noch den Tresor. Ja, den Tresor mache ich ja schon. Goro fühlt sich schlecht, weil ich das schon dreimal reingecashed habe. Ja, ich mache den Tresor ja schon fertig. Wie viel Geld kostet denn der Tresor noch? Können wir uns beide nicht leisten. 25.000, ja, das war ja fast. 10.000 kann ich mir leisten. Bist du da? Nein. Ich rufe da an im Gemeindehaus. Und überweis. Ja, 35.000 müssen wir noch investieren. Auf Nachname. 35.000. Das ist auch heftig viel, ne? Gut, so sind die halt im Pelican Town. Die sind halt so krass. Ja, dafür, dass du das Geld nicht in Joja reinputterst, butterst du das in so ein doofes Gebäude. Lächerlich. Lächerlich. Geht gar nicht, Alter. Geht gar nicht. So, was war jetzt hier nochmal? Haben wir schon drüber gesprochen? Was? Da ist er nicht fest, den höre ich doch schon. Vom Weiten. Haben wir schon drüber gesprochen, was für ein Wetter morgen ist? Morgen wird es klar und sonnig, perfektes Wetter für das Tanz der Mondlichtquallen. Die Festivalaktivitäten finden am Strand, Beginn zwischen 22 und 0 Uhr, Nefi. Sei rechtzeitig. Okay, wenn du das sagst. Und dann tanzen wir beide ins Mondlicht, du und ich. Oh. Es wird spät, Nefi. Ja, entspann dich. Weil Purgisnacht hier mit Nefias und Goro bei. Tanzen wir auf dem Blocksberg, du und ich. Endlich Lichter. Ach, Mensch. Die machen eine Party, wa? Mhm. So, nochmal rausgecashed hier am vorletzten Tag. 2000. Ja, reingecashed, nicht rausgecashed. So, Grenz, haut erstmal wieder rein. Haust du rein, Grenz. Cool, dass du vorbeigeschaut hast. Ne, denk dran. Weiß ich nicht, an was du denken sollst. Aber denk dran. Denk dran. Denk dran, Kranz. Nelgan ist da. Hallo, Nelgan. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen. Ach ja, die sind ja auch da. Hab ich doch gerade eben schon mal vorgelesen. Du hörst mir auch nie zu. Keine Blaubeeren mehr gehabt. Ich schon. Das ist belastend. Schon komisch, schon weiß, dass Goro mir die Strange Sheets geklaut hat. Ja, der braucht ja auch mal was im Leben, ne? Hä? Hab ich doch gar nicht. Ich hab die käuflich erworben. I go handling. Ich hab 3 goldene Mais. Okay, nice, ja, dann haben wir genug.
Denn Mais ist nice. Na, na, Mais na, na, na. Ist nice. Na, 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 na. Nifi nice. Na, 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 na. Die Blaubeeren gieße ich jetzt nicht mehr, ne? Die sind ja... Die sind ja eh kaputt gleich. Ne? Bitte? Was hast du gesagt? Ich sag, die Blaubeeren, die gieße ich jetzt nicht. Doch. Die werden morgen bestimmt noch mal reif, Goro. Morgen ist der erste Tag des Sommers, da sind die... Das ist doch, ja, siehst du, im Sommer geht doch klar. Des Herbstes. Vom Herbst. Wo war jetzt der Mais nochmal? Hier. Ach, du hast drei? Ich hab drei. Mist, ich hab nur einen. Ja, dann reicht das nicht. Aber ist ja Herbst, die wachsen noch. Das stimmt. Das stimmt. So, Robin baut hier das... ist das eigentlich smart, das dahin zu bauen, wenn mein Haus vergrößert wird? Das wird von außen nicht größer. Ach so. Das schwarze Loch, das wird nur innerlich größer. Wie macht Robin das denn? Weiß ich auch nicht. Weiß Robin das denn selbst, wie man das macht? Ja, die baut da schwarze Löcher ein, keine Ahnung. Krasse Geschichte. Hexerei! Den Scheiterhaufen mit ihr. Ach, fuck. William ist eine Hexe. Guck mal, Chat. Gut, dass ich nicht alle Pilze rausgenommen habe heute. Heute geht er mal in die Höhle gucken. Hä? Ich bin jeden Tag drin. das bezweifle ich. Ey, dann muss der Chat ja mal wohl jetzt einmal richtig stellen. Ich hab schon so oft 6 Pilze da rausgenommen. Ey, ich habe am Anfang des Films auch 6 Pilze rausgenommen. Aber muss der Chat ja mal kurz bestätigen, dass das wirklich stimmt, ja. Nee, an einem Abend hattest du das nicht. Chat. Und wenn man das nicht gesehen hat, Ausrufezeichen Multi. Damit man alles sehen kann. Auch die dunklen Machenschaften von der Nephias. Ein dummes Herz bei Mani, ne? Es ist halt echt absolut zu kotzen ist das. Goro macht es immer, wenn er dran denkt. Ganz genau. Nephias. Brauchen wir Flusskrebs? Ich glaube, die Dinger für die Krebs... Fürs Krebszeug haben wir alles. Ja. Okay. Bauen noch richtige Fische. Dann brauchen wir die ganzen Fische. Ja, so was weiß ich, die mit dem Winterfisch und so ein Kram hier. Du weißt. Das Getier. Ja, ich fühle mich auch gescampt, Dennis. Oh, ein Zug! Dreht auch. Ein Zug, Nephias! Muss zu Gunther, hau rein. Willst du nicht zum Zug? Nee. Loote du den Zug. Vielleicht hast du Glück und es fällt was Gutes raus. Vielleicht verliert er bei dir nicht nur Holz und Kohle, sondern was Cooles. Ah, wie schnell muss ich denn da sein überhaupt? Ach, der ist einige Zeit da. Aus dem Weg, der Hype-Train rollt durchs Tal. Ich glaube, ich träume. Denke auch. Der Zug. Mutti. Alles, Alter. Wann lässt der Zug denn was fallen? Der sind bestimmte Waggons. Dann siehst du auch oben drin, was drin ist eigentlich. Dann gibt es noch einen Holzwagen, dann fällt da Holz raus. Hier ist eine Stadt drauf. Fällt da eine Stadt drunter?
Ganz Pelican Town. Fällt mir ein Meteorit auf die Stadt. Geil. Ja, hier ist jetzt erstmal nichts passiert. Ich hab's, glaube ich, vergessen. Ist heute Nacht der? Oder ist der. Nee, heute ist der, oder? Oder ist der Morgenabend, der, das ist der Feiertag? Nee, das ist heute. Das ist heute. Ja. Nix gefallen für mich. Ja, können wir uns für den Feiertag abmelden? Da gibt's eh nix. Der ist aber schön. Gab's überhaupt einen Stand zum Sachen kaufen? Kannst du bestimmt eine Vogelscheuche kaufen. Gehe ich mal von aus. So, wo war Hayley jetzt? Ist sie am Strand? Bist du am Strand? Die Stände gibt's neuerdings auf jedem Stadtfest. Ist mich? Ich? Ja? Ich weiß nicht, wo Hayley ist. Das musst du auch wissen. Was weiß ich, wo deine Alte ist? Ich weiß nicht mal, wo meine ist. Glaubst du, wagst dich mal an Multitwitch ran? Da drückt man einfach nur auf den Link und dann ist man da. Da ist Hayley. Man musste die ganze Höhle umbuddeln, Chat, damit ich die scheiß Leiter finde, ey. Ich muss noch mit dir reden. Wird Zeit für Hasen. Hasenfoto ins Inventar gibt mir Glück. Ah, die heutige Veranstaltung wird vorbereitet. Na Mensch. Das ja mal. Multi-Twitch Beste. Beste. Es ist halt gut, wenn man nicht, also, wenn ich jetzt Partner wäre, könnten wir das ja auf Twitch machen. Ne? Mhm. Dann könnte man dieses, wie heißt das noch? Squad. Bin ich aber nicht. Deswegen Multi-Twitch. Aber Multi-Twitch kann im Prinzip dasselbe, so von daher. Eben, es ist same shit, du hast keinen Vorteil dadurch. Bei Squad Streaming musst du auch erst auf den Button klicken, damit sich das öffnet. Ja. Musst du wohl öfter spielen. Tja, muss ich wohl machen. Ihr müsst einfach öfter da sein. Chat, jetzt habe ich schon zwei Waffen, die ich Goro verkaufen kann. Meint ihr, der kauft die ab? Also Multi-Twitch ist der Beste und dann mit den besten Entertainern. Ja, das ist okay. Das freut uns. Bisschen Kotze. Wieso bisschen Kotze hochgekommen gerade. Wieso das denn? Aber Multi-Twitch zählt die Views nicht richtig. Das kann sein. Aber in meinem Dashboard sehe ich, wenn welche von Multi-Twitch kommen. Normalerweise bist du hier und ich bin nicht da. Jeden Montag und Donnerstag, Freunde. Ich benenne die Waffen alle im Piratensäbel um, dann kauft Goro die auch alle. Ich habe das Obsidian-Schwert, warum sollte ich einen Piratensäbel haben? Hörst du? Weil Piratensäbel cooler ist. Weil du dann ein Pirat bist. Oh, das natürlich jetzt. Das ist natürlich ein Statement. Da ist er! Wo gibt's denn jetzt den Piratensäbel? Mir wurde der Piratensäbel versprochen, Nefias. Wo ist denn der? In meiner Tasche. Das klingt jetzt falsch, aber es ist wenigstens so. Okay, soll ich da selber reingreifen oder machst du das? Musst du aufpassen, dass du dich nicht schneidest. Erinnere mich mal daran, dass wir es ausprobieren müssen, wenn wir die Mine verlassen. Kann ich machen. Und schreibe, wenn du die Leiter findest. Müssen auch noch zu dem Fest. Ne?
Das hat jetzt angefangen. Scheiße. Aber eine Ebene noch, dann eine haben wir 95. Ebene noch, dann können wir den Fahrstuhl benutzen. Eben. Bescheid. Goddammit. Kann man mit dem Kart dahin fahren? Bushaltestelle, Stadt, Stadt. Ab in die Stadt. Muss man was ausprobieren. Nee, wie? Keine Zeit jetzt, um was auszuprobieren. Nice. Genau, mach einfach die Notifications an. Dann kannst du ja wohl sehen, dass ich zweimal die Woche streame. Mindestens zweimal die Woche. Letzte Woche habe ich dreimal gestreamt. Und das ziehe ich schon durch seit fast 4 Wochen jetzt. Zadei, du. Zadei hat eh schon gefollowt. Notifications habe ich nie an. Da macht die mal an jetzt. Du wirst es nicht bereuen. Nee, für das Fest ist da. Darf ich da eine Hand halten? Ich rede jetzt nur mit den Leuten, die ich mag. Mani, den Bürgermeister, Willy, die Freunde von Nefias. Shop hat nur Müll. Ja, ich cash da jetzt erstmal rein. Der hat wirklich nur Müll. Mit Clint rede ich nicht. Das ist so eine Abneigung, die ich gegen Clint habe. Mit dem rede ich halt nicht. Der steht da drauf, wenn du eine Abneigung zeigst. Der mag das Unerreichbare. Das ist halt wirklich so ein Problem von mir. Dieses sich sträuben, das findet er gut, ne? Was mag der? Aber ja, ich habe mittlerweile öfter gestreamt. Also für die Leute, die das noch nicht wussten. Sind die anderen hinten noch oder? Über die Brücke, ja. Wenn die mal Toilettenpapier haben, die, ja. Ich kaufe dem Nefias halt mal einen modernen Teppich jetzt. Nee. Den Pudding? Boah, der Pudding wäre schon geil, aber 5.000 wollte ich dafür nicht ausgeben. Investiere ich für dich. Aber nur, wenn du mit mir beim nächsten Festival wieder tanzt. Du, bis dahin habe ich, glaube ich, Lea schon in der Hand. Guck an. Wie viele Herzen hast du denn bei der? Bis zu dem scheiß Frühlingsfest habe ich die ja wohl ready. Man braucht 4 Herzen fürs Frühlingsfest. Hab ich. Okay. Steht da oben noch einer oder sind die... Ja, da ist noch so ein Stalker. Ach, das ist ja leer. Notifications immer an. Und wisch es weg, wenn es uninteressant ist. Ja, aber... Aber Livestreams von und mit Guru bei Nefias sind nie uninteressant. Ich sag's bloß. Habe ich nicht schon mit denen gesprochen? So, ich glaube, ich habe mit allen gesprochen, Niffi. Ich auch. Ich glaube, wir können starten. Kannst du anmachen jetzt. Kann ich nicht, du musst es machen. Wieso? Weil du Host bist. Tja. Quatsch, ich mal mit Bürgermeister. Hast du mit dem Bürgermeister schon gesprochen? Mhm. Okay. Soll ich das Boot jetzt losschicken? Mhm. Das kannst du mit Ausrufezeichen dabei, glaube ich, machen. Ich followed. Also vorausgesetzt, der Nightbot ist da. Der hat schon länger nichts mehr gemacht. Ah, guck mal, hat das Kind da reingeschubst. Guck mal, so Reusen hier vorne. Die zerstören die Deko überhaupt nicht hier. Die hätten die ruhig mal wegräumen können jetzt. Und kriegen wir die Special-Qualle? Stimmt nicht. Wenn wir kriegen nur 2 Stück. Oh, wir... Ah, nee, doch, da kommen sie. Okay, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, sind wir schlechte Menschen gewesen? Wenn man Glück hat, kommt eine Special-Qualle, aber ich glaube, die kriegen wir nicht. Die ist nicht dabei. Ja.
kleine kriegen wir. Hm. Ach doch, da ist sie. Wo ist sie denn? Ach, da. Ja, die kommt nicht immer, ne? Die kommt random, glaube ich. Gott, ich will meine Reuse. Die fangen wir. Und dann geben wir die ab. Fürs Community aus. Das ist schon lange her. Bei Nefi sieht man viel mehr als bei mir. Ja, Nefi hat auch so weit rausgezoomt. Ich könnte noch mehr. Das, ich auch. Ich habe das noch nicht gemacht, weil das mega nervig ist. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verpasst. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die eine Qualle, die kann anders sein. Und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite, unbekannte Fort. War das schön. Witzig, ne? Wir waren um 1 Uhr da, aber jetzt ist 0 Uhr. Ah, ganz schön lange rumgepimmelt, da. Ja. Wir sind in der Zeit zurückgereist. Ja, vielleicht ist jetzt schon Herbst gerade. Ah, warte mal, müssen wir irgendwas abgeben hier? Habe ich noch irgendwas? Ich bin auch gerade noch mal im Inventar ausräumen. Jetzt ist eh schon. Ich habe hier einen violetten Pilz in Gold. Der gibt 225 Energie. Den soll ich vielleicht nicht verkaufen, wa? Das hier für richtig harte Minen-Action. Also ich kann hier auch rauszoomen. 1, 2, 3, 4, 5. Da sieht man auch so viel. Aber das ist halt mega nervig. Für die Aufnahme. Ist es auch. Nefi hat jetzt einen 4K-Monitor. Tja. Ja, Stardew Valley ist halt für 4K nicht ausgelegt. Was soll ich machen? Das ist halt so. Und wenn ihr auch möchtet, dass ich einen 4K-Monitor kriege, dann lasst ihr jetzt ein Like da. Von Likes kannst du dir Sachen kaufen, dann will ich auch Likes. Auf YouTube? Da liked man. Ist wichtig. Da liked ihr. Und wir sehen uns dann auf YouTube in der nächsten Folge wieder, weil das ist ja ein Live-Let's-Play tatsächlich. Ja. Warte, letzte Frage, Chat. Aber die Aufnahme beenden. Minenarbeiter oder Geologe? Was will man? Minenarbeiter wahrscheinlich, ne? Das ist schwierig. Was kriegt denn der Geologe? Was ist denn der Vorteil? Edelsteine tauchen öfter auf. Ich glaube, man will immer ein Erz mehr pro Vene, ne? Ich glaube, das willst du haben. Ich glaube, du willst die Erze haben. Werde jetzt YouTube-Mitglied. Man kann hier auch abonnieren, tatsächlich. Auf YouTube. Aber ist abonnieren kostenlos. Auf Twitch nicht. Auf Twitch ist Folgen kostenlos. Zadae, bei mir ist es nicht dabei. Bei mir ist es Ausrufezeichen Follow. Der Gorobai hat nur Ausrufezeichen dabei, weil er deutsch sein will. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf YouTube. Ciao. Tschüss. What the heck.